Jetzt acht das so aus, jetzt geht das nicht mehr aus. Hallo. Hey, freut mich. Hallo. Hi. Hey. Herzlich willkommen, Leute, zum besten Format auf YouTube. Es wurde wieder heiß erwartet. Die letzte Folge war Platz 28 in den Trends. Was ging da ab, Leute? Es war sehr nett. Wir haben uns jetzt heute hier wieder versammelt zur nächsten Folge Fashion Quiz. Gang, gang. Wieder meine beiden Gäste dabei. DJ Khaled. Leute, sehe ich wirklich aus wie DJ Khaled? For real? Falls ja, schreibt DJ Khaled in die Kommentare. Aufgrund des letzten abnormalen Erfolgs haben wir jetzt auch unseren Sponsor, Club Marte Cola. Danke für 4.000 Euro. Und ebenfalls bei uns Freddie Mercury mit frisch gestutztem Schnäuzer. Oh, scheiß auf DJ Khaled, Mann, aber Freddie Mercury. Aber no homo. Aber no homo. Freddie Mercury, Mann. Leute, ihr kennt das Spielprinzip. Victor hat sich eben in der Shisha-Bar unseres Vertrauens schön ein paar Fashion-Begriffe ausgedacht, also Marken, Leute und Produkte. Und die müssen Engin und ich jetzt hier erraten. Victor, ich würde sagen, du kannst auch direkt mal anfangen. Kurzer Buzzer-Test. Ja, läuft. Okay. So, Freunde, jetzt übernehme ich hier mal wieder das Ruder als amtierender Quizmaster. Yeah. Ja, wollen wir doch auch mal direkt beginnen. Bei der ersten Sache handelt es sich um ein bestimmtes Schuhmodell. Okay. Dann mir fallen jetzt nur zwei ein. Okay. Es wurde 1998, wurde dieser Schuh das erste Mal released. Kommt da noch was? Ja. Nee. Der Designer des Schuhs war ebenfalls an der hochdotierten Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. Ihr wisst es. Okay. Vierter Tipp. Der Ursprung dieses Schuhs, nicht von der Marke, sondern das Modell, an dem es sich orientiert, liegt in der Olympiade 1936. Okay, jetzt kommt der letzte Tipp schon. Oh, fuck, Alter. Ich hoffe mal. Also, ihr merkt schon, er hat es schwieriger gemacht als ja, krass. Ne? Auf jeden Fall. Ruft euch nochmal alles ins Gedächtnis. Ich habe auch gerade schon. Also der Schuh, an dem der sich orientiert, kam 1900 irgendwas raus? 98 raus? 36. Der Schuh selbst kam 98 raus. Okay. Also 98 kam ein Schuh raus. Als ja, dann kann es ja schon mal kein Sauvetement-Parodie-Schuh sein. Als Hommage an einen Schuh von 1936. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ja. Ja, okay. Letzter Tipp. Inspiration ist ein Bundeswehr. Wow. Adidas Army Trainer. Nee. Ja, dann weiß ich ja. Magella Replica. Ja. Ja. Gut, klar. Der Army Trainer war dann der aus 38, ne? Ja, ja, sozusagen. Hart. Da hat Adi und Rudi das Land, glaube ich, der Bruder, der Puma dann ins Leben gerufen hat, haben den Schuh das erste Mal für diese Olympiade. Ich glaube, mit dem wurde auch Gold gewonnen. Jetzt nur so als kleiner Side-Fact. Wie gesagt, Magella hat sich dann daran orientiert. Der Magella-Schuh kam 1998 raus. Ja. Krass. So. Zweite Sache, jetzt geht es, da habe ich ein bisschen gehadert, ob das überhaupt jemand errät. Gut, das nächste Mal geht es jetzt um eine Bekleidungsfirma. Bekleidungsfirma, okay. Genau. Eine okay. Brand. Eine Brand, die 1980 in Laguna Beach gegründet wurde. Laguna Beach? Laguna Wo Beach. Liegt das? An einer Lagune. Yeah. Ja, na klar. Okay, Erdkunde, Profi. Die Brand ist damals auf die Surfwelle mit aufgesprungen, hat dadurch einen Aufschwung. Ja, diesen Aufschwung genutzt, ist heute eine Streetwear-Brand. Okay, ich glaube. Wow! So. Da kommt zwei Fragen. Ja, ich weiß, ich würde jetzt auch zwischen zwei tippen. So, das nächste. Die Brand hatte auch schon unter anderem eine Kollabo mit Babe. Bisschen so surfermäßig. Warte mal. Ey, ich probier's einfach, aber ich glaube. Bait. Nein. Verdammt. 0-0, Leute. Verdammt. Geht's dann jetzt der nächste Tipp noch? Ja. Oder nicht? Mach ja. Ja, klar, du hast noch eine Chance. Ja. Nächster und letzter Tipp wäre: Im Logo sind 2S enthalten. 2S? S. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe ja auch nur Punkte. So.
Ich hätte jetzt gedacht, ich dachte 2 und dann Wellen. Soll ich ganz kurz nochmal wiederholen? Nee. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte eigentlich ja irgendwie so Diamond gedacht oder Bait halt, ne? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht Billabong oder so. Okay, ihr könnt auch einen Joke. Selby. So, Selby, du kannst 1-0 in Führung gehen. Stassi? Ja. Ach, krank. Wow, krank. 1-0. Stuttgart Ehrenmann. Ach so, im Logo sind zwei S drin, also Stussi wegen. Ja. Ich dachte, das wären so zwei S nebeneinander, also das war voll irritierend. Im Logo ist ein S drin. Laguna Beach, damn. Krass, okay, Stussi. Okay, gut. Ey, immer noch 0-0, Leute. Sorry, guys. Okay, vielleicht habe ich diesmal die Latte ein bisschen zu hoch. No more. So, beim nächsten handelt es sich um ein Modemagazin. Okay. Ein Magazin. Ein Magazin. Volles Magazin für mein Team. Genau. So. David. Dieses Magazin wurde 2001 gegründet, hat also 2016 demnach das 15-jährige Jubiläum gefeiert. Das Magazin, jetzt wird es schon konkreter, ist in Deutschland ansässig. Ja, also gibt es auch noch einige, ja? Ja. So. Jetzt nur noch raten. Herausgeber dieses Magazins und Begründer ist Jürgen Koch. Keine Ahnung. Ich kenne mich. Du hast voll schwere Sachen genommen, okay. Alter. Jetzt, letzter Tipp. Jetzt, ja, warte, lass mich noch kurz überlegen. Ich weiß gar nicht. Mir fallen gerade nur zwei Magazine ein. So, letzter Tipp. Dieses Modemagazin vertreibt mittlerweile eigene Mode. Ja. Hä? Ja, sag. So, du hast mich so schockiert angeguckt. Ja, 032, ne? 10. Ja. Ja, sorry, Jürgen. Ich wusste es nicht. So. 1-0 für Engin. 1-0 für Engin. So, nächste Sache, Freunde. Es handelt sich jetzt um ein Model. Das Model wurde am 9. Oktober 96 in L.A. geboren. Mittlerweile ist es Teil unter anderem in der Calvin Klein und Givenchy Kampagne. Givenchy represent. Ne, warte mal, lass mal wirklich kurz überlegen. Ich stehe heute voll auf Schlauch, ich habe voll nichts im Kopf gerade. Also ja, mach weiter. Die Geschwister und jetzt... Weißt du wer? Ich glaube schon. Das könnte eine Falle sein. Okay. Geschwister sind auch teilweise in der Modebranche tätig. Unter anderem natürlich als Model. Ich kenne keine Geschwister. Natürlich, wenn ich es am Ende höre, werde ich mich wieder aufbringen. Ja. So, jetzt wieder bereithalten. Unter anderem... Soll ich es einfach sagen? Mach, boah, mach YOLO. Also wenn, wenn du das jetzt erhältst, das ist, also da gibt es ganz schön viele. Okay. Stimmt, hast recht, weil mir schön viele im Kopf. Unter anderem eine Schwester dieses Models ist Jelena Nura oder kurz auch Gigi. Hadid. Ja. Und ich weiß, kenne keinen von, ich weiß niemanden. Ich weiß nicht, wie der Bruder heißt. Ich habe nicht gesagt, das ist ein Mädchen, ein Junge. Achso, Bella Hadid. Ah, alright. Super. Ich hätte eigentlich von Anfang an Kendall sagen wollen. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe voll an Jungen gedacht. Ich habe, weiß nicht warum. Ha. Ich weiß auch nicht. Leute, es geht los. Das ist die Siegerfolge. Damn, Sir. Kennst du jetzt ach, das so aus, jetzt geht das nicht mehr aus. Jetzt geht überall die Fackeln. Nein! Oh mein Gott! Mois. Was ist das für eine Hardcore-Serviette, Mann? Oh Leute, jetzt gehst du mal los! Hallo! 1-1. 1-1, Leute, jetzt wird nochmal aufgerufen. Alright. Mit meinen Fake-Points hier jetzt gerade mal. Ist jetzt letzte Runde? Letzte. Okay. Jetzt Matchball für beide. So, Freunde. Jetzt kommt zum letzten und alles entscheidenden. Diesmal geht es um ein bestimmtes Produkt einer bestimmten Firma. Gründer dieser Brand ist Matthew Williams. Warum lachen wir? So. Bekannt wurde dieses spezielle Produkt vor allem dadurch, dass A$AP Rocky es 2015 mal auf einem Bild getragen hat. Ja, kommt einiges in Frage. Ja, also er hat es nicht nur auf einem Bild getragen, aber ein Bild ist so durch Instagram gegangen.
bei dem Produkt von dieser bestimmten Firma handelt es sich. Boah, ich glaube, ich könnte schon sagen. Aber ja, ja, dann mach doch. Ja, du kannst ja drücken, aber wenn, dann. Okay, 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 okay. Ja. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Gürtel. Du nimmst den Punkt, aber lass mich als Ehrenpunkt wenigstens sagen, was es war, weil ich weiß, dass du es richtig haben wirst. Ich weiß nicht, ob ich es richtig haben werde. Hundertprozentig hast du es richtig. Fängt mit G an. Ja, dann halt 0 Punkte. Ich hätte jetzt gesagt, den Goyard-Welt. Achso, ich hätte jetzt an was anderes gedacht. Ich hätte jetzt gesagt. Alex Studios! Ja, und was davon? Wie, was davon? Es geht ja um ein bestimmtes. Boah, jetzt muss ich auch noch sagen, was, wie genau das heißt. Mhm. Na ja, man. Ja, Alex Studios ist dann klar, dann weiß ich auch welcher. Ja, okay, okay. Erst der. Mal, dann wird's. Okay. Der Alex Studios Industrial Seatbelt, irgendwie sowas? Nein. Ja, ja, sorry, ich muss da wirklich. Ich muss da streng sein. Den Rollercoaster Belt. Ja. Boah, damn, son! Alright, alright! Alright, alright. Die Siegerfackel nochmal, Leute. Alright, alright. Okay, Bro, komm. Komm, gib mir eine Hand, Bro. Gib mir eine Hand. Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an den Sieger. Dankeschön. Hey, aber Leute, es waren jetzt eigentlich fast Fake Points. Aber meine beiden Punkte waren Abstauber. Es waren Abstauber, Leute. Wer ist der Abstauber? Ach, nein. Ja. Ich habe oft zu schnell reagiert. Ich habe nicht nachgedacht gerade. Verdammt. Ja, Leute, es war eine spannende Runde. Engin gönnt sich auch nochmal den Küchenrollen-Jay. Alright, wie man sieht. Ich pack das mal weg, ne? Wir sehen uns. Okay, ja, dankeschön, super Quizmaster. Ja. Dankeschön. Ja, Leute, ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Da gibt es nochmal die fette Revanche, wer am Ende in Führung liegt. Und danke fürs Zusehen, Leute. Ihr könnt mir eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ja, danke auch nochmal an Engin, dass du dabei warst. Haut rein, Leute. Tschüss.